Hallo da draußen. Ich habe gesagt, lasst uns reden. Und das meinte ich natürlich ernst. Ich möchte gerne ins Gespräch treten mit der Welt da draußen. Ich bin immer noch dabei, zu schreiben mit ganz vielen Leuten unterschiedlichster Meinung, unterschiedlichsten Ansichten, Erfahrungen. Das ist auch sehr interessant, wie die immer sagt, unterschiedlichster Meinung. Wie viele Meinungen gibt es denn bei diesem Thema? Entweder die Leute haben den Joke verstanden und gefühlt und diesen Rape-Joke dann, also die hat ja so K.O.-Tropfen-Witz gemacht mit einem Foto zusammen mit dem Harry hier. Hier, das habt ihr ja alle mitgekriegt. Auf diesem Post mit Harry hier, K.O.-Tropfen-Witz. So, gab es Shitstorm. So. Gab's, was heißt Shitstorm? Es gab berechtigte Kritik, aber eine Menge. So, ja, ich rede immer noch mit verschiedensten, unterschiedlichsten Menschen und unterschiedlichsten Meinungen. Nein, es wird wahrscheinlich schon auch eine kleine Menge geben von Menschen, die, ach, das war gar nicht so schlimm fanden, aber die allermeisten werden es total scheiße gefunden haben. Aber das war es dann auch. Also, es gibt nicht noch dritte, vierte, fünfte, sechste Meinung irgendwie, verschiedene Art. Das ist alles nur Verwässerung. Was sie macht, ist verwässern. Quatschen. Das Ding totquatschen. Bei 12 Years a Slave fast Ich habe weinen ist gesagt, das. lasst uns reden. Und das meinte ich natürlich ernst. Ich möchte Gut. gerne ins Gespräch Let's treten go. mit der Welt da draußen. Ich bin immer noch dabei, zu schreiben mit ganz vielen Leuten unterschiedlichster Meinung, unterschiedlichsten Ansichten, Erfahrungen. Ich habe mit vielen Leuten telefoniert. Dieses Video ist nicht das Einzige, was ich dazu machen werde. Aber ich habe gesagt, ich möchte mit euch ins Gespräch treten und das. Ich weiß auch nicht, warum wir uns den Dreck reinziehen. Das ist nicht das einzige Video. Ich werde viele Videos machen. Ja, ich habe schon kapiert, dass du mich zwingst, mir die scheiß Videos von dir anzugucken, wobei du schon lange keine guten mehr Videos mehr machst. Und vor allem, das Ding hier heißt Statement 1. Ja. Ja, die zwingt uns, ihre Videos jetzt zu gucken, ne? Möchte ich auch ernsthaft tun, also wirklich ernsthaft mich mit vielen Dingen auseinandersetzen, nicht nur mit der einen Seite, sondern eigentlich mit allen Seiten gerne und Gibt nicht so viele Seiten. Ja, bei uns kommen sie alle, Anwälte, Ärzte. Kennt ihr diese Gelaber? Ja, hier kommen sie alle, von Anwälte, Ärzte bis. Das stimmt immer meistens nicht. dafür ist es wichtig, dass man miteinander spricht. Wisst ihr, viele Leute ziehen dann aufgrund des Drucks, der auf sie ausgeübt wird, einfach irgendwie zurück, löschen das, was sie gemacht haben, schicken einfach schnell eine Entschuldigung. Das wollte ich nicht tun, weil ehrlich gesagt, finde ich, merkt man da meistens. Sie hat sofort eine Entschuldigung gepostet, indem sie ihr Witz erklärt hat. Die hat ja sofort noch ein paar Stunden später in ihrem Posting den Witz geeditiert erklärt, als ob man nicht den Witz, als ob es um den Witz an sich gehen würde. Den Witz hat jeder verstanden. Darum ging es gar nicht. Ja. Dass das unter Druck passiert ist. Man weiß dann nicht, hat die Person wirklich ihre Meinung geändert? Meint sie diese Entschuldigung wirklich ernst? Vielleicht ja. Aber manchmal wirkt es auch einfach so, als hätte diese Person dem Druck nicht mehr standhalten können. In meinem letzten Post hatte ich geschrieben, lasst uns doch neben Humorgrenzen auch über Shitstorm-Grenzen sprechen. Damit wollte ich nicht sagen, lasst uns nur über Shitstorm-Grenzen sprechen, sondern lasst uns doch allgemein mal über Grenzen in dieser Gesellschaft sprechen, wo. Okay, können wir gerne machen. Wir können 10 Videos machen zu Grenzen. Allgemein. Wir können auch über Plant-Based reden. Wir können über vegane Aktien, ob man Aktien kaufen sollte von Beyond Meat. Können wir auch machen. Wir können über Fortnite-Skins auch reden, wenn du willst. Aber hier geht es ja um einen Rape-Joke, den du gemacht hast. Mit diesem Harry, der gerade Rape-Vorwürfe hat. Kannst du bitte nochmal sagen, wie das funktioniert hat? Liegen Grenzen, wo können sie liegen, wo kann man sie ziehen, wo kann man sie vielleicht nicht ziehen. Das sollte nicht heißen, euch armes Opfer, ich habe jetzt einen Shitstorm, wie viele das aufgefasst haben, weil so empfinde ich das nicht. Im Gegenteil, ich nehme eure Gefühle ernst. Egal, also auch wirklich böse, wütende Nachrichten, da liegen Gefühle dahinter, die man ernst nehmen sollte. Und ich möchte niemandem die eigenen Gefühle absprechen. Trotzdem kann man versuchen, einfach dann auch, ja, also. Wenn die ein Millimeter irgendein Gefühl ernst nehmen würde, würde die keinen Rape-Joke machen. Das ist Quatsch. Ich höre mir gerne die andere Seite an. Es war einfach aber eine Überflutung
an Nachrichten, an Kommentaren, an Anrufen. Mein Telefon hat heiß geklingelt. Es war einfach heftig viel. Und dann muss man erstmal sammeln. Dann tritt man mit gewissen Leuten ins Gespräch. Ihr Telefon hat überhaupt nicht heiß geklingelt. Dieses Gequatsche. Ach, mein Telefon hat heiß geklingelt. Glaube ich nicht. Den Leuten war es unangenehm, dich anzurufen. Die Leute, die dich kennen, haben... Der Einzige, der wahrscheinlich voll oft angerufen hat, war Harry. Ihr Luke Mockridge, der Harry, oder halt das Management, mit dem man das so ein bisschen durchgeht, wie man das jetzt am besten macht. Zähl mir nicht, mein Telefon hat heiß geklingelt. Man kann auch nicht ein Gespräch mit 20.000 Leuten führen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen muss man da irgendwie Step by Step sich annähern. Und wie gesagt, ich wollte mich nicht als Opfer hinstellen. Ich fühle mich nicht als Opfer. Nein, das ist ganz klar. Du manövrierst dich dahin, um irgendwie wieder Aufmerksamkeit zu generieren. Nur ganz eklig auf Rücken anderer, muss man sagen, gefühllos. Deswegen mach es, mach, wenn du willst, aber sag nicht, ich achte auf die Gefühle. Ja, nee, verarsch uns nicht. Weißt, dass auch Emotionen wie Wut und sagen wir jetzt mal Hass in Anführungszeichen, dass auch das Emotionen sind, die irgendwo aus einer Traurigkeit heraus resultieren. Nämlich, hey, da versteht uns jemand nicht, da nimmt uns vielleicht jemand nicht ernst, da belächelt jemand Opfer, da ist irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit. Boah, wie sorgenvoll die gucken kann, ne? Die guckt die ganze Zeit, als ob die, guckt euch mal an, wie sie aussieht. Ich meine, das ist nicht ganz fair, immer auf Aussehen oder so. Ich meine jetzt gar nicht, guck mal, die ist zu fett oder so, sondern... Die ganze Haltung, ihre Art und Weise, Körpersprache, das meinte ich, ne? Also ist jetzt nicht böse gemeint so, sondern einfach die Analyse so, wie sie da schon opfermäßig rüberkommen will gerne so und immer mit ständig so die, ihre Augen, als ob die uns von, als ob sie uns erzählt, dass sie geraped wurde so mäßig. So guck dir das an, so sieht die aus, so Opferhaltung halt. Man soll ihr halt verzeihen, also Unschuldsblick-Style, aber es ist halt wirklich... Für unser Thema in der Gesellschaft, für das, was uns Schlimmes passiert ist, das kann ich alles komplett nachvollziehen. Und das sind Gefühle, die dürfen da sein. Und deswegen wollte ich mich nicht als Opfer hier hinstellen. Es gibt Leute, die Opfer von Shitstorms werden. Und das wissen wir alle. Wir wissen, dass auch jeder da eine unterschiedliche Wahrnehmung hat, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedlich mit sowas umgehen kann. Ich weiß, mein letzter Shitstorm, damit konnte ich nicht so gut umgehen wie jetzt in dieser Situation. Ich bin an dem letzten sehr gewachsen, muss ich sagen. Und ich würde heute gerne einfach mit euch mal ins Gespräch treten. Erstmal zum Thema Humorgrenzen, nicht Shitstormgrenzen. Humorgrenzen, was darf Humor, was darf er nicht? Und dabei spielt für mich keine Rolle, ob jetzt jemand den Gag gut fand, den ich gemacht habe, den Spruch, den ich ironisch gemeint habe, ob jemand den gut fand oder nicht. Das ist jetzt erstmal dahingestellt, weil man kann nicht jeden Gag gut finden oder nicht. Damit hat es erstmal nichts zu tun, sondern wo liegen die Grenzen? So, vorweg möchte ich sagen, das Thema K.O.-Tropfen, auch weitergreifend sexualisierte Gewalt, das ganze große Feld ist ein ultra ernstes Thema. Und ich würde... Und dieses Thema braucht Aufmerksamkeit, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass Opfer sich äußern können, dass sie den Mut haben, sich zu äußern. Ehrlich gesagt, ich bin Opfer von Dingen geworden, wo ich teilweise noch nicht den Mut hatte, mich zu äußern, ganz ehrlich. Noch bevor sie erklärt hat, warum die diesen dämlichen Joke gemacht hat, einfach zu sagen, ey, guck mal, sorry, ich habe Scheiße gelabert, sorry, Punkt. Hat sie schon reingeworfen, dass sie eigentlich auch schon Opfer geworden ist von einigen Sachen. Ist euch das aufgefallen? Ging ziemlich schnell. Sie hat noch gar nichts gesagt, hat die schon erzählt, wie es ihr eigentlich geht. Voll schlecht nämlich. Die wird nicht gut beraten. Ich schwör's dir. Wenn die mich angerufen hätte, ich kenne die ja nicht, ne? Ich sag nur theoretisch, ne? Ich hätte ihr ganz andere Sachen geraten. Das sage ich euch. Ihr kennt mich. Ich weiß nicht, wer dir hilft. Wer ist dein Manager? Wer berät dich bei Kommunikations-PR-Desaster wie diese? Ich persönlich würde mich nicht über die persönliche Leidensgeschichte einer Person lustig machen. Wenn mir jemand erzählt, was ihm oder ihr passiert ist, dann würde ich mich ja nicht hinstellen und das belächeln oder der Person ins Gesicht oder wie auch immer. Ich würde da keine Witze drüber machen. Dabei ging es auch bei meinem Post nicht. Ja. Ne? Also ich denke, es haben auch
viele verstanden, dass es darum nicht ging. Nee, das haben so viele nicht verstanden. Ich verstehe aber, dass man das persönlich... Das haben auch viele verstanden, sagt sie. Die haben auch irgendwie... Ist also, das ist sehr niedlich. Also, das haben auch viele verstanden. Ja. Mehr Leute waren auf dem Mond als Leute, die den Gag verstanden haben. Natürlich, wenn man schlimme Erfahrungen gemacht hat, auf sich bezieht, verstehe ich auch. Es war auf jeden Fall nicht meine Intention dahinter. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, wenn ich Menschen da draußen ernsthaft verletzt habe mit diesem Post. Weil natürlich macht es mir keinen Spaß, Menschen zu verletzen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Und auch ganz ehrlich, dass man das so auffassen kann, als hätte ich das Thema K.O.-Tropfen, wenn sowas in der Welt da draußen passiert, als hätte ich das verharmlost damit. Das ist kein harmloses Thema. Ich würde doch niemals sagen... Oh mein Gott, Alter. Die ist also... Wow, Alter. Sie ist eine gute Schauspielerin, wenn sie einen Mörder spielen soll. Also wenn sie eine Mörderin spielen sollte, die auffällig, unauffällig in einem Film sein sollte, dass der Zuschauer gelenkt wird auch auf sie, dass du weißt, das müsste die sein. Das kann die gut. Das ist kein harmloses Thema. Das will ich niemals machen. Bruder, das ist so schlecht, Alter. Das ist, die ist eine gute Schauspielerin. Die spielt nur eine falsche Rolle. Auf sich bezieht, verstehe ich auch. Es war auf jeden Fall nicht meine Intention dahinter. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, wenn ich Menschen da draußen ernsthaft verletzt habe mit diesem Post. Weil natürlich macht es... Die sagt so, wenn ich Menschen damit verletzt habe. Bruder, du hast 18.000 Kommentare, 17.000 davon. Mann, das ist eine Non-Pology eigentlich, das ist Technik. Einfach sagen, es tut mir leid. Punkt. Ich habe Leute damit verletzt, es tut mir leid. Punkt. Wenn man sich entschuldigen will. Aber falls es jemand falsch verstanden hat, dann tut es mir leid. So, ja, nee, bist du selber schuld, wenn du den Gag falsch verstehst. Es ist mir keinen Spaß, Menschen zu verletzen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Und auch ganz ehrlich, dass man das so auffassen kann, als hätte ich das Thema K.O.-Tropfen, wenn sowas in der Welt da draußen passiert, als hätte ich das verharmlost damit. Das ist kein harmloses Thema. Ich würde doch niemals sagen, ja, K.O.-Tropfen ist doch nicht so schlimm. Wie krass wäre das? Ich weiß auch nicht, ob das jemand machen würde. Es gibt so viele Menschen, die krassen Humor haben. Es gibt viele, gerade internationale Künstler, die krassen Humor raushauen. Deswegen sagen die aber doch nicht, das ist alles nicht so schlimm. Ach, ich weiß nicht, wer mich für dumm hält. Sie oder ihr Management, Alter. Wer hält mich denn hier für dumm? Hey, Leute machen krasse Themen, aber damit wollen die doch nicht sagen, das wäre nicht so schlimm. Ach, wirklich? Sherlock, erzähl mir mehr. Erzähl mal, wie ist das so mit Satire? Meinen die das gar nicht? Ach, das war satirisch. Du mit Harry auf dem Bild, der gerade Rape vorwirft. Ja, du bist... Eigentlich müssen wir Mola anrufen. Mola könnte dich rausholen. Das ist ein guter Freund. Sie meinte das nicht so. Sie wurde selbst mal Opfer von einem Rape-Joke. Wenn das in der Welt da draußen passiert. Nein, und ich glaube, das ist aber bei allem, was mit Humor zu tun hat, auch wirklich entfernt davon. Also, das wäre ja krass, wenn man jetzt sich gewisse Gags von gewissen Comedians anguckt, also wenn diese Person sagt, damit so mit diesem Gag sagt. Boah, das ist so schlecht, die relativiert, die hat kaum angefangen, relativierte schon. Wenn man sich gewisse Jokes von gewissen Comedians anschaut, was haben denn andere Comedians jetzt mit deinem Rape-Joke zu tun, so, weißt du? Juckt, ja, die haben das gemacht, vielleicht haben die auch Schlimmeres gemacht, sollen die sich auch entschuldigen, ist ja egal, aber was haben wir mit dir zu tun? Bruder, bleib doch bei dem Punkt. Guck mal, du brauchst 12 Minuten und kannst nicht einmal sagen, es tut dir leid. Warum sagst du nicht einmal so ein Video, ey Leute, ich hab Scheiße gebaut. Kann ich mich dafür entschuldigen? Entschuldigt mich bitte. Es tut mir leid. Punkt. Nein, relativieren, runter. Und ich bin auch Opfer. Und ich wurde doch, ganz ehrlich, möchte mit euch in einen Dialog treten.
Ach, Joyce, das sind die einzigen Videos noch so, diese Aufrufzahlen machen. Merkst du nicht? Das ist okay, dass sowas da draußen passiert. Das ist aber doch bei Humor nicht das, was dahinter liegt. Es ist super, super wichtig, dass so viel Bewusstsein in unserer Gesellschaft heute und Bewusstmachung immer noch für gewisse Themen passiert und existiert. Das ist unfassbar wichtig. Mhm. Das darf aber nicht dazu führen, dass unsere Gesellschaft übersensibilisiert wird. Dass alles nur noch immer, dass man immer genau gucken muss und genau hinhören muss und dann mit dem Finger auf die Leute zeigt, so das. Ach, Joyce, wenn du nicht kapierst, dass es nicht um den K.O.-Tropfen-Witz an sich geht, der eben voll Billo war, das ist ein Billo-Joke. Aber darum geht's doch gar nicht. Es geht doch um die ganze Komposition dieser Kunst. Ja, dieses Kunstwerk hier, das hat doch eine Komposition, die hast du dir doch ausgesucht. Das ist schlimm, das geht nicht, das hast du falsch gemacht. Ja, das hast du nicht falsch gemacht, das hast du geplant gemacht. Du hast deinen Kumpel, den Harry, so einen ekligen Pulli angezogen. Also ihr habt euch beide diese Pullis angezogen, ein Smile-Bild, das schon so aussieht, als ob du fuck you zu der Frau sagen willst, die in Harry die Vorwürfe macht. Anstatt sich normal zu verhalten oder humble zu verhalten, dass es auch glaubwürdig macht, auch ihm, seine Entschuldigung, die er gemacht hat, die so aussah, als ob der Straight Outta Guantanamo kommt. Es ist nicht, du wirst hier nicht mit extra Finger. Es ist so, als ob ich mit, was habe ich letztens gesagt? Du hängst ab mit Dingens, mit OJ. Und dann sagt einer, Digga, du hängst ab mit Mörder. Was Mörder? Digga, der 7000 Yards ist der gerannt. Ja, er bringt ja einmal einen um, immer Mörder. Ja, einmal, ja. Und? Weißt du, wie viele gute Sachen der gemacht hat? Verstehst du, wie viele gute Sachen der gemacht hat? Viele. Und? Einmal Dings, weißt du, was ich meine? Er war auch scheiße für ihn. Weißt du, was für einen Shitstorm er bekommen hat, nachdem er seine Frau brutal abgesmafft hat und dann the glove don't fit und dann aus dem Knast gekommen ist? Weißt du, was für einen Shitstorm der hatte? Die Nachbarn haben gesagt, Mörder, boah, was ist das? Es geht nicht. Er hat auch Gefühle, er ist ein Mensch. Er würde nie oft im Leben auf die... Ich könnte das ja noch 2 Stunden machen, aber die will es nicht verstehen. Die will es auch nicht verstehen. Wir sind alle Menschen, ne? Und jeder hat sein eigenes Leben, seine eigenen Erfahrungen, aus denen er und seine eigene Persönlichkeit, aus der heraus er Dinge betrachtet, wie er Dinge wahrnimmt. Wie gesagt, hatte ich in der Story schon drin, wir haben ja auch viele... Menschen geschrieben, die Opfer von K.O.-Tropfen wurden und denen Schlimmes passiert ist, dass sie das trotzdem nicht verstehen, dass das Thema natürlich wichtig ist, dass man für dieses Thema Bewusstsein schaffen muss, dass sie aber meinen Gag deswegen überhaupt nicht schlimm fanden und nicht auf sich bezogen haben oder das erfunden. Das war klar, dass das kommt. Das war mir, also ich schwör's euch, hättet ihr mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, das wird kommen. Da waren Leute, Mann, die wurden mit K.O.-Tropfen geraped. Aber die haben mir geschrieben, ich verstehe die Leute nicht, es ist ja ein Joke. Ist doch gar nicht, ich als Schwarzer habe nicht geweint bei 12 Years. Genau das Argument ist das. Ich als Schwarzer, ey, das ist genau das Bild, ey, dieses Management, Alter, das ist krass, ich muss Auto zu denen. Ich selber bin Flüchtling, aber ich fand, was die AfD letztens gesagt hat, auch nicht so schlecht. Genau das ist der Quatsch, den die erzählt. Da waren Leute, die haben K.O.-Tropfen bekommen, sind fast gestorben, wurden gerappt. Die wissen nicht mal, dass sie gerappt wurden. Der Arzt hat das gesagt, weil die wirklich verletzt worden sind und so. Dann sind die zum Arzt und haben dann zu dem gesagt, bei der Nachuntersuchung. Kennst du Joyce Ilk? Die macht tammgeile Gags. Ich verstehe nicht, warum die Leute die haten. Nicht mal ich, oder diese Pseudo, das nennt man, es ist Social Proof, glaube ich, nennt man sowas, ne? Der Trick, Social Proofment, etwas so ins, ein Strohmann-Argument, das ist so fake, aber ich meine, gut, Digga, Alter, wer berät dich, Joyce? Dieses Fake-Blick von dir, diese Fake-Lippenbewegung beim Reden, wo ich schon genau weiß, dass du lügst und ich kenne dich nicht mal gut. Digga, nicht mal Dave Chappelle könnte dich zurückholen. Oft darauf bezogen haben, als wollte ich damit aussagen, das ist nicht schlimm, was dir passiert ist. Also, lass uns darüber reden, Nein. was Humor darf. Nein.
und was nicht. Lasst uns in Austausch gehen. Und keiner wie, von uns wie soll, wieder, der, wie soll der Austausch stattfinden? Gib mal ein WhatsApp. Wie soll der Austausch... Familientausch, das willst du. Du willst RTL 2, eine eigene Sendung, Familientausch. Du und Harry. Ja, noch ich müssen uns sofort eine Meinung dazu bilden. Weil das sind Prozesse, bei mir sind das immer sehr lange Prozesse, bis ich mal eine Meinung habe oder meine Meinung ändere. Deswegen suche ich den Austausch. Um zu gucken, bleibe ich bei meiner Meinung, ändere ich meine Meinung. Natürlich hat mich vieles schon zum Nachdenken gebracht. Ach, so ist es nicht. Ach wirklich? Dich haben vieles zum Nachdenken gebracht? Krass, du bist ein Dings, du bist der Halsem von Street Fighter. Yoga Fire. Ich weiß auch in vielen Gesprächen mit anderen, dass ich auch die Gegenseite teilweise schon zum Nachdenken gebracht habe. Weil wir uns gegenseitig zugehört haben und das mit Respekt und auf Augenhöhe. Also keiner hat den anderen dafür die eigene Perspektive verurteilt. Das waren die Menschen, mit denen ich ins Gespräch gegangen bin. Und das ist auch der Weg, wie gute Kommunikation funktioniert. Dass man seine eigene Perspektive hat, der anderen Perspektive zuhört und versucht, sich gegenseitig zu verstehen. Okay, Frage Nummer 1. Wer darf welche Witze machen? Was sie macht, ist eine Diskursverschiebung. Das ist so wie, also ungefähr ein billiges Beispiel ist, wenn dich einer mit einem Hauptthema angreift, ja, und dann noch, was weiß ich, noch nebenbei noch was anderes sagt. Und du aber nur noch auf dieses schwache, kleine Nebenbei-Ding gehst und das zu einem großen Ding machst, aber auf das Hauptding gar nicht eingehst. Ja, das ist in letzter Zeit auch passiert, zwischen zwei YouTubern, ich will keinen Namen nennen, ich will keinen Twitter mehr machen, so das Ding ist durch, aber ihr versteht, Diskursverschiebung. Was sie hier macht ist, ich meine, was sie macht ist, sie erzählt uns jetzt, welche Witze man machen darf und welche nicht. Das kann man, können wir jetzt drüber reden von mir aus, aber was sie total natürlich jetzt hier mit unter den Teppich kehrt ist, dass sie mit dem Harry auf dem Bild ist, der Rape-Vorwürfe hat, der seit einem Jahr oder anderthalb Jahre auf Twitter trendet wegen Rape-Vorwürfe seiner Ex-Freundin, macht die ein Foto mit dem Harry und macht dann den Rape-Joke, den er selber mal gebracht hat, für das er angefallen hat. Also, there is more. Okay, da ist ein Riesending. Was sie macht ist, sie versucht, sie kann das nicht gut, sie versucht, es ist eigentlich bei Problemlösungen auch immer der Fall, so sollte man auch arbeiten. Du nimmst das ganze Puzzle, zerlegst das in Stücke und arbeitest dich an den Stücken ab. So, das ist, das macht man, zum Beispiel, wenn du ein größeres Problem hast, auch so ein Problem wie sie, aber ich meine auch ein mathematisches Problem würdest du auch so machen. Aber ich bin halt nicht auf den Kopf gefallen. Vor allem, so schlau muss man jetzt auch nicht sein, ne? Ich meine, Harry, so, you know what I'm saying? Ich habe das Gefühl, es ist oft abhängig von der Person, die einen Gag macht. Was darf man? Wo sind die Grenzen? Über welche Dinge dürfen wir keine Scherze machen? Ach so, ja, entschuldige, Skunky, danke schön. Nicht nur von der Ex. Es gab einen ganzen Spiegelartikel mit 8, 9 unabhängigen Frauen voneinander, die ihm mindestens Übergriffigkeit vorgeworfen haben. Ich muss dazu sagen, und ich will einfach auch noch fairerweise dazu sagen, dass er rechtlich dagegen vorgegangen ist und der Artikel von Spiegel, glaube ich, runtergenommen werden musste. Die haben wahrscheinlich unsauber gearbeitet oder was auch immer da drin war. Oder wurde editiert, ich weiß es nicht mehr. Aber ich will nur sagen, es scheint bei dem auch mehr, also ich bin vorsichtig mit Vorwürfen. Ich will nur sagen, es ist nicht eine Frau, die was sagt. Und es sind viele, viele Vorwürfe. Ich weiß nicht, wie intelligent ist das, mit diesem Harry auf dem Foto nicht einfach nur zu schreiben, schöne Ostern, sondern Harry und ich wünschen euch schöne Ostern. Warum machst du diesen Rape-Joke so? Also wenn das nicht geplante Shitstorm ist, ich weiß es nicht. Also wie dämlich kannst du sein? Das ist ja also sehr klug, es scheinen sie ja eh nicht zu sein. Dürfen wir nicht lachen. Es kam oft halt irgendwie auch so, ja, an K.O.-Tropfen sind schon Menschen gestorben. Es gibt so viele Behinderungen, an denen Menschen früher sterben, wo auch jemand, der persönliche Erfahrungen damit gemacht hat, sagt, das ist so billig, was sie macht. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, ich habe viele Comedians erlebt, die darüber Witze gemacht haben. Ja, es gibt auch Leute, die über der Ampel laufen und überfahren werden. Man darf keine Ampel-Jokes mehr machen. Das will sie eigentlich sagen. Sie will es halt so ins Lächerliche, ins Kleine ziehen. So. Das ist so schlecht, Alter. Amidala! Mach keine Witze mehr über Löffel, weil es gab mal einen Fall in Indien, da ist so ein Junge von der dritten Treppe runtergefallen, ist mit seinen Augen in einen Löffel.
Und das war schlecht für die Familie und das war nicht cool. Also keine Witze mehr über Löffel. Man darf keine Löffelwitze mehr machen. Und gleich spricht sie über Holy aus dem Forum. Ja, und dann ist er gestorben und ey, Alter, ist wirklich krank, Mann, Alter. Es gibt so viele Krankheiten, woran Leute sterben. Die kapiert nicht, beziehungsweise wahrscheinlich kapiert sie schon, aber die will uns das so verkaufen. Die redet einfach nur über den K.O.-Tropfenwitz. Und es gibt schon 100 K.O.-Tropfenwitze. Und deiner war auch noch billig. Es geht nicht um den K.O.-Tropfenwitz per se, wie man in Persien sagen würde. Faul wie beim Fußballgrätsche. Selber Behinderungen haben und die aber nicht so Shitstorms abbekommen haben. So, ja, ist unfair, ne? Ist da für viele eine andere Grenze, weil sie nicht eine persönliche Erfahrung damit gemacht haben. Ja, und weil sie nicht persönlich auf dem Foto mit Harry drauf waren. Und das Thema, wo es bei mir jetzt drum ging, haben einfach viel mehr Menschen eine persönliche Erfahrung mitgemacht? Oder ist es, weil das Thema gerade mehr gehypt ist oder weil das Thema Behinderung einfach noch nicht so krass momentan in den Fokus gerückt wurde, wie andere Themen? Was? Weißt du, was ich manchmal denke? Hört die sich selber sprechen? Das ist doch der Lee-Effekt, oder? Dritte Frage, wann und in welchem... Der Lee-Effekt ist, so habe ich mir das mal gespeichert, der Bruce-Lee-Effekt, dass man sich selber nicht so gut hören kann, deswegen lallt beim Reden, mal hoch, mal runter geht. Sie hat ein paar Lee-Effekte auf jeden Fall. Sie hat Autotune. Das ist schon, man muss sagen, du hast absolut recht, Dani, dankeschön. Das ist dreist. Das ist schon pervers dreist eigentlich. Die pisst uns ins Gesicht und behauptet, das wäre ganz, ganz schlimmer Sahara-Regen momentan in Düsseldorf. gewisse Behinderungen sind noch nicht so Thema. Deswegen machen die Leute da keinen Shitstorm. Ja? Aber ich mache hier einen so einen Rape-Joke. Ja, das ist jetzt im Moment Thema. Deswegen ist der Shitstorm. Nein, du bist mit Harry auf dem Foto. Das geht nicht. Ohne Harry auf dem Foto wäre der Joke bestimmt auch nicht gut angekommen, aber der hätte doch nicht die Runde gemacht. Wen juckt das überhaupt? Wen juckt so ein Billo-Joke? Ey, Joyce, you are sellout, but I'm not buying. Zusammenhang kann man Scherze machen. Darf Fiction, also dürfen Serien, es gibt Serien, die haben krassen Humor, Your Honor. Wir plädieren ab unschuldig. Darf Fiction mehr als jemand, der einfach einen Scherz macht? Ist der Humor das Problem? Ist Humor das Problem? Also Nein, es geht um Timing. Es ist im Leben immer um Timing. Guck mal, du kannst über eine Ampel laufen, ne? Und wenn du über exakt dieselbe Ampel 2 Sekunden später gelaufen wärst, wärst du überfahren worden, weil da kam ein Auto. Es geht um Timing. Dein Witz wäre ohne Harry und vor 5 Jahren okay gewesen. Dein Witz wäre ohne Harry jetzt schlechter Joke gewesen. Die kapiert das Timing nicht. Oh mein Gott, ey. So schlimm. Gags oder Witze oder Comedians oder was auch immer, sind die das Problem? Ja, die sind das Problem. Dass noch kein Bewusstsein vielleicht oder nicht genug Aufmerksamkeit auf einem Thema ist. Ist das das Problem oder liegt das Problem woanders? Ja, das Problem liegt überall, nur nicht bei dir. Also Comedians sind das Problem, Gesellschaft, Elon Musk ist das Problem, Twitter. Einige meinen auch hier, mein Stream Deck ist das Problem. Viele Sachen gibt es Probleme, ja. Aber nur nicht du hast ein Problem und nur das Problem liegt nicht bei dir. Und das Problem liegt schon mal auf gar keinen Fall bei Harry. Das muss man klar sagen, ja. Wie die so rausfinden will, wo das Problem liegt. Ja, Digga, du hast in die Scheiße gegriffen, sag sorry. Wo könnte man als Gesellschaft eine Grenze ziehen, die für alle allgemein gültig ist? Weil ich sehe das als extrem schwierig an. Deswegen sage ich immer, von meiner Perspektive aus, sollte Humor dann alles dürfen, weil... Oh, die hat 10 Minuten dafür gebraucht. 10 Minuten hat die dafür gebraucht. Von meiner Perspektive dürfte Humor alles dürfen. Auch all das, was ich eben gesagt habe. Humor über ein bestimmtes Thema heißt nicht, dass man das Thema an sich nicht ernst nimmt. Ganz viele von den Leuten, die meinen Post jetzt kritisiert haben, die hält uns richtig für bescheuert. Lachen,
bestimmt auch selber über andere Dinge, naja, die wiederum andere als No-Go empfinden. Naja, es gibt auch Sachen, die lache ich mit meinen Freunden in der WhatsApp-Gruppe uns tot, aber würden wir halt nicht öffentlich sagen. Du verstehst den Unterschied, oder? Würden. Vielleicht, weil sie da nicht betroffen sind. Da habe ich auch Gespräche schon jetzt zu. Ja, da habe ich auch schon Gespräche gehabt. Da ist eine Forschung gemacht dazu, ne? Führt, was sehr interessant war. Ist das ein deutsches Ding? Wird Humor international anders betrachtet? Dürfen wir generell, also wieder weltweit betrachtet, Quatsch, oder da, deutsch, heftig, egal wie. Gott, als einer soll das Video ausmachen. Bestimmte Sachen nur noch, dürfen wir die nur noch hinter vorgehaltener Hand lustig, yeah, finden? Ja, 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 jetzt noch so ein AfD-Spruch. Dürfen wir Sachen nur noch unter vorbehaltener Hand, dürfen wir überhaupt noch was sagen? Wisst ihr, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, darf man überhaupt noch was sagen? Würde bedeuten, dass in der Öffentlichkeit, in der Comedy-Szene ein gewisser Humor ausstirbt. Wozu führt das? Führt das alles, wenn... Das ist feinster AfD-Talk, was sie gerade macht. Ein gewisser Humor stirbt aus, weil man darf ja gar nichts mehr. Immer mehr eingegrenzt wird, weil die Schritte werden ja irgendwie immer, immer enger. Führt das dann dazu, dass wir in einer zu ernsten Gesellschaft leben werden? Also nein, wir leben nicht in einer zu ernsten Gesellschaft. Nein, man darf nicht alles sagen, man darf alles machen. Schatz, sie macht dir gar keine Sorgen darüber. Sag einfach sorry für den Rape-Joke. Damit können wir das Ding zumachen. Was ist die Lösung? Wie seht ihr? Sorry ist die Lösung. Einfach sorry. Einfach, es tut mir leid. Was ist an, es tut mir leid, so schwer? Weil ich sag euch, was das schwer ist. Dann wäre das Ding abgehakt. Dann wäre zu. Und sie will nicht zumachen. Das ist das. Die Wahrheit ist, sie will das strecken und strecken und strecken. Und die Wahrheit, ein Teil der Wahrheit ist auch, ich Idiot, mach das mit. Ganz easy. Das, was wollt ihr für die Zukunft? In welche Richtung soll das gehen? Mhm. Viele haben gesagt, es würde schon reichen, wenn ich vor diesem Post oder so eine Triggerwarnung gemacht hätte. Wie ist das mit diesen Triggerwarnungen? Helfen die? Sind die sinnvoll? Ja, die sind sinnvoll, aber bei deinem Ding, da hättest du aber Triggerwarnung, Scheiß-Joke kommt jetzt. Und da hatten die Pochers in ihrem Podcast auch das Thema, müsste aber dann nicht selbst die Tagesschau irgendwie eine Triggerwarnung vor bestimmten Sachen haben, die, ja, sie zeigen. Ja, vergleicht ihren Joke mit der Tagesschau. Und gezeigt werden. Sie vergleicht ihren Rape-Joke jetzt mit der Tagesschau. Obwohl in einigen Nachrichtensendungen da Triggerwarnungen auch gibt, ne? Es gibt sogar bei irgendwelchen Disney-Filmen Triggerwarnungen wegen irgendwelchen Effekten und so für Leute, die, wie heißt das, ja, ihr wisst schon, diese Effekte und so. Die Menschen ja, mitnehmen oder retraumatisieren können. Ich hoffe, dass hier in den Kommentaren Menschen auf Augenhöhe und respektvoll miteinander sprechen, weil nur... Miteinander, ob die Leute hier miteinander sprechen. Jeder Kommentar hat dich wahrscheinlich beleidigt. Welcher die denkt, sie hat zum Denken angestoßen und jetzt entsteht eine Fruchtblase in ihrer Bubble. Und die Leute kommunizieren miteinander. Ja, aber wie findest du eigentlich und so? Mit wem hast du jetzt deinen Monolog gehalten? Lass uns in ein Gespräch führen. Dann geh live. Geh live, hol mich rein. Geh live und achte auf die Kommentare. Das ist doch voll der Quatsch, Mann, hier mit deinem 70-mal geschnittenen Video. Alter, heftig. Und dann trauen sich auch alle, ihre Meinung zu sagen. Und damit möchte ich auf etwas hinweisen. Nämlich, ihr glaubt gar nicht, wie viele... auch Prominente mich angerufen oder mir geschrieben haben, dass sie hinter mir stehen, aber das in der Öffentlichkeit nicht tun können. Aus Angst um ihre Karriere und auch aus Angst vor Shitstorm. Ich weiß, viele haben das nicht als Shitstorm empfunden, aber das... Es ist kein Shitstorm. Erstmal war das berechtigte Kritik. Es ist kein Shitstorm. Und zweitens, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute uns angerufen haben und gesagt haben, die stehen hinter mir. Und die können das in der Öffentlichkeit. Weißt du, was das Problem an diesem Argument ist? Wir können es halt nicht prüfen. Ich bin mir sicher... Also sicher, das war bei einigen Fällen, die ich mitbekommen habe, in den letzten Jahren schon so, dass es das gibt. Ja? Die Leute, die wollen beidgleisig fahren, ne? Haben ein bisschen Angst, Öffentlichkeit und bleiben. Das gibt es sicher. Aber ob das jetzt so viele waren, Joyce. Du hast ja das Glück, der Zufall, wie der Zufall so will, der Pocher hat das ja öffentlich gemacht. Zufall. Wie mit dem Gag. Manche fanden das lustig und manche fanden das nicht. Und bei dem Shitstorm sagen manche, hey, das war konstruktive Kritik. Und manche sagen, wow, du
Ich mache mir echt Sorgen um dich, das ist ja richtig heftig. Sowas heißt, wenn wir ernsthaft an einem Gespräch interessiert sind, dann sollten wir uns auf Augenhöhe begegnen, respektvoll, weil dann können... Sie sagt, wenn wir ernsthaft an ein Gespräch, also jetzt greift sie nochmal die Leute, also jetzt die hat komplett Täter-Opfer-Drehung gemacht, ne? Die hat komplett den Spieß umgedreht, ne? Mhm. Wenn ihr ernsthaft an ein Gespräch interessiert seid, dann auf Augenhöhe. Digga, was für Augenhöhe, du hast uns gerade eine halbe Stunde beleidigt. Die hat meine Intelligenz von A bis Z beleidigt. Mit Mutter, mit Uran. Die hat Säbelzahntiger von meinem DNA beleidigt. Sie hat den Spieß komplett Ananas genommen. Die hat mir einen Döner verkauft mit Gyros drin. Weißt du? Sie hat eine Stunde vor Iftar allen gesagt, es ist Iftar. So, das hast du gemacht mit uns. Nein, ich schwör's dir. Die hat die Toten ausgegraben und dann sagt die, lass uns mit respektvoll miteinander reden. Was für Respekt? Junge, du hast uns... Bro, du hast uns jetzt 12 Minuten, 36 Sekunden die Scheiße an die Backe geklebt. Nur am Labern, nur am Relativieren, am Lügen, am Drehen, am... lass uns respektvoll miteinander reden. Oder hat er... Du hast mir ein alkoholfreies Bier gegeben mit Whisky drin. Heftig. Alle mitsprechen und keiner hat Angst. Okay, das war's. Und zwar nur für heute. Es sind noch ein paar Interviews und ein paar andere Sachen geplant, um weiter miteinander im Austausch zu bleiben. Es sind weiter Interviews geplant, um weiter im Austausch zu bleiben. Eigentlich wollte sie sagen, es sind jetzt Interviews geplant, weil durch den geplanten Shitstorm bin ich jetzt wieder Thema. Und ja, ich nutze das jetzt mal ein bisschen Promo und vielleicht habe ich auch demnächst wieder Projekte am Start.